Mensch, da kommen ja immer mehr Leute dazu, oder? Oder täusche ich mich da? Nee, ne, ist so. Noch zwei! Ja. Also, das ist total toll. Ich hätte gern Onkel Amiibo. Ist der noch nicht hier? Wieso existiert eigentlich Onkel Amiibo nicht? Ich würde doch gern meinen Super Mario Amiibo einscannen wollen, den mir doch Lorray extra gegeben hat, Mensch. Ne? Den Mario Bräutigam. Den müssen wir doch noch einscannen, Leute. Was ist denn da los? Mensch, Mensch, Mensch. Da fehlt nur noch Peach übrigens. Der Peach, den Peach Amiibo brauche ich noch. Aber Lorray, gibt's den noch? Gibt's Peach denn noch? Weißt du das? Ich muss gucken, dass ich nächsten Monat Peach irgendwie kriege. Wenigstens. Ja, dann habe ich alle drei. Mehr will ich gar nicht. Oh, schöne Schatten. Das ist schön, wie die Schatten fallen auf Mario. Ich mag die ganzen Details. Bin so ein richtiger Detailmensch. So, hier nochmal lila Münzen. Ich will immer hochspixeln. Lol, was war das? Pop. So, hier komme ich eigentlich... Ha, 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 ha. Ich muss dann natürlich wieder hoch, ne? Das, ich hätte mich da rübersliden können an der Leitung. Lol, jetzt komme ich da... Wie bin ich denn... Wie habe ich denn... Au, voll in die Fresse, Alter! Okay, ich verstehe es nicht. Lol, wie bin ich behindert oder so? Kann ich irgendwie dumme sein? Ah, jetzt. Sehr schön. Dann schnipseln wir uns wieder hoch. Upsi, pupsi. Und gehen wieder rüber. Mops. Und gehen da hoch. Und haben nochmal lila Münzen. Wer das Fanart nicht mag, ja, wisst ihr, was passiert, ne? Die Lorray bannt euch wieder. Der bekommt Schokolade. Ja, Bann-Schokolade. Ach cool, Onkel Amiibo ist, glaube ich, bei der Odyssey. Echt? Okay. Muss an der Quelle fragen, ob sie noch gibt. Dann mach das mal bitte, ja. Was muss schon sein? Das sieht schon ein bisschen doof aus. Das ist so eine Lücke. Da fehlt Peach einfach wirklich, weil Mario zeigt ja so nach rechts und Bowser nach links und in die Mitte gehört dann einfach Peach, weil die ja auf Peach zeigen. Die brauche ich unbedingt noch. Einfach, das sieht dann schöner aus und einfach, dann haben wir auch Peach und dann habe ich einfach auch mal Peach und dann haben wir es, dann haben wir alles. Ja, das wäre voll toll. Das wäre richtig toll, wenn es da noch was gäbe. So, Detailmensch, dann wirst du Breath of the Wild lieben? Ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch, dass ich es lieben werde, aber dessen bin ich mir ziemlich zuversichtlich. Nochmal unsichtbare Münzelations. Das ist ja sehr interessant. Überall lila Münzen, Mensch. Komme ich hier rüber? Entweder so oder so. Okay, sehr gut. Wir müssen irgendwie zum Musiker rüber. Der ist da vorne. Das scheint mir der richtige Weg zu sein. Schmups. Ab nach oben. Und wieder so. Waren wir hier oben schon? Achso, da können wir uns rüberspicken. Okay. Hi, my friend. Was führt dich den weiten Berg besoffen? Was führt dich denn... Was führt... Ach. Was wurde in dein Arsch geführt? Was führt dich den weiten Weg hierher? Die Bürgermeisterin? Verstehe, so ist das also. Danke für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, am Festival mitzuwirken. Yo. Der Trompeter ist dabei. Der Peter mit seiner Trompete. Ach geil. Die Vorbereitungen für das Festival laufen wie geschmiert und das ist dein Verdienst. Uns fehlt noch ein weiterer Musiker. Meinst du, du findest noch einen? Nö, drei müssen reichen. Mensch, 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 Pauline. Wenn du dir einen kleinen Vorgeschmack holen möchtest, dann schau doch mal bei Doxner Switch auf Twitter vorbei. Ja, habe ich nicht sogar bei dir vorbeigeguckt? Habe ich da nicht sogar schon Breath of the Wild gesehen?
Oder bin ich doof? Ich glaube, oder? Ich glaube schon, oder? Ich guck da schon selten mal vorbei. Ich bin verwirrt. Bei wem gucke ich immer vorbei? Ich gucke bei so vielen immer vorbei. Von meinen Abonnenten gucke ich gerne. Bei denen auch mal vorbei, weißt du? Ich habe schon was von Breath of the Wild auf jeden Fall gesehen. Keine Ahnung. Wir können nachher einfach mal kurz reinschauen. Ja, machen wir das so. Dann gucke ich nachher rein. Dann sehe ich ja, ob ich schon gesehen habe oder nicht. So, wo war jetzt nochmal der letzte? Nicht verraten. Wo war das denn? Das war hier, genau. Da glänzt er ja schon. Muhai. Hey Kumpel, alles wird. Willst du ein Autogramm? Ach, ich habe schon von dir gehört. Du suchst nach Musikern, die mit der Bürgermeisterin auf dem Festival auftreten. Habe ich das richtig verstanden? Die Bezahlung für so eine Veranstaltung ist auch nicht zu verachten. Das hast du nicht gehört, ja? Ich bin dabei. Aha, dir geht's ja auch nur ums Geld, ne? Der Gitarrist ist dabei und los geht's. Das Festival, Freunde. Du bist umwerfend. Du hast alle Musiker, die wir benötigen, zusammengetrommelt. Danke. Leider hat sich ein neues Problem aufgetan. Das unterirdische Stromkraftwerk funktioniert nicht. Pauline? Willst du mich verarschen? Ohne Strom können wir kein Festival veranstalten. Du kennst dich nicht zufällig mit Stromarbeiten aus, oder? Hier ist doch Strom. Hier sind doch die Lichter an. Alle hören die Musiker. Es läuft doch alles. Wozu brauchst du denn jetzt noch mehr Strom? Du olle Stromverschwenderin, denk doch mal an die Umwelt. Weiß nicht, hast du? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht. Toxner. Ja, was haben wir hier? Hey, willst du zum Stromkraftwerk runter? Dann probier's doch mal mit einem der großen Kanaldeckel. Meine Fresse! Ach so! Ah, da war ein Taxi im Weg. Ach, ich verstehe, das war auf dem Kanaldeckel. Ja, dann gehen wir halt in den dummen Kanaldeckel. Beeindruckend, dein Kunststück eben. Hut ab. Hut ab. Mhm. Dann ab ins komische Kraftwerk. Ah, Pauline. Das Stromkraftwerk im Untergrund. Lol. Cool. Oh, Piranha-Pflanzen. Wen muss ich denn da schon wieder retten? Ist das eine Subworld? Sind hier auch wieder zwei Monde? Was war das denn? Ich habe da was gesehen. Stopp. Zurück. Warte, da. Ach, und da auch noch. Wow. Phew. Ja, hä? Mützensprung? Wie wärst du, Depp? Was ist denn das? Das ist Windenergie. Wart mal ab, was Pauline als Stromquelle benutzt. Da bin ich gespannt, ja. Als Stromquelle. Cranky Kong. Oder halt Donkey Kong. Das wäre lustig. Da sind nur dreckige Münzen, wirklich? Hä? Was? Hä? Bin ich nicht einverstanden damit. Doofe Ratten, weg damit. Oh, puff. So. Oh, nicht schon wieder sowas. Hä? Ach so. Ja. Nein. Naja. Okay, dann drehen wir mal ein paar Runden. Wow, okay, das ist eine sehr interessante Welt. Oh, das war's schon wieder. Ah, verzwiebel dich doch bitte. So, jetzt muss ich hier hoch. Nein. Was? Lass Cappy los. Geht bei dir ab. Okay, ein paar Münzis. Ah, lila Münzen. Oh, das ist ja gemein, ne? Wenn lila Münzen in Subworlds sind und so, das ist richtig fies. Ey, kannst du runtergehen? Ah, jetzt habe ich das hier. Gut, gut, gut. Weg mit dem, hier Guffe und so. Lila Schleim-Scheiße. Genau. Und so, weg mit dem Geschmiere einfach. Wunderbar. Einmal rüber. Nee, nicht schon wieder ihr. Ich kotze im Strahl.
Explodierende Fusselsocken. Fusselsocken! Sockenfussel. Ach, Leute. Okay. Ich höre hier doch was glitzern. Hä? Bin ich blöd? Ich höre hier doch was. Aha. Tada. Ja, nimmst du den Mond jetzt mal in den Mund? Schatz in der Kanalisation. Das ist wunderbar. LOL. Hä? Twizzy Raid. Ach was. Twister. Hey. Vielen Dank für deinen Raid. So konzentriert ja ein bisschen. Hey, willkommen Leute, herzlich willkommen in meinem wunderbaren, lustigen Mario Odyssey Stream. Schön, dass ihr da seid und vielen Dank für deinen Raid. Das ist sehr nett von dir. Geil. Pauline, was? Wie bist du jetzt bitte hier runtergekommen? Okay. Ach, wie geil. Cool. So, Pauline. Ich sehe ganz gern selbst nach, was in meiner Stadt so vor sich geht. Das schließt auch das Stromkraftwerk mit ein. Okay. Die Freunde von diesem Ungeheuer haben es also bis hier runter geschafft? Sieht so aus, Pauline. Ja, wieso? Was? Ja, du kannst gar nichts, ne? Nur entführt werden, du blöde... Ja. Wäh, die rotzen hier alles voll. So, wenn du im Schlons... Wunderbar. Du hast nicht zufällig Unkrautvernichter oder sowas dabei? Ich habe was viel Besseres dabei. Meine Mütze. Mhm. Das ist, nämlich der beste Unkrautentferner ever. Hey, ein Powermond. Ach ja. Und wie war dein Stream so, Twizzy? Wie geht's dir so? Alles fit bei dir? Hat alles geklappt? Stabiles Internet und so weiter? Saft fürs Kraftwerk. Alles gut gelaufen. Bei dir. So. Ach was. Aha. Gehört das so? Oder hat Bowser da so eine Glasglocke drüber gemacht? Wow. 12 Frames Jubeleien. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt funktioniert es endlich wieder. Ja, ihr aber nicht. Oh mein Gott. Dann drücken wir mal drauf. Drück drauf, Ernie. Jupputz. Ja, Powermonde. Haben wir ja schon von gehört. Lol, denen werden echt... Einfach mal... Die werden echt ausgesaugt. Die armen Monde. Wundervoll, Mario. Du bist ein Klempner mit vielen Talenten. Ja, deswegen ist er ja auch offiziell gar kein Klempner mehr. Herzlichen Dank. Nun steht dem Festival nichts mehr im Weg. Ja, Twizzy, dein Raid kam rechtzeitig, denn jetzt ist Festivalzeit. Ist das nicht schön? Jetzt können wir endlich das Festival eröffnen. Die Party kann beginnen. Oh hey, würdest du uns die Freude machen und an unserem Festival teilnehmen? Nächstes Mal, weißt du. Nee, natürlich. Los geht's. Fantastisch! Da stöhnt sie gleich ab, bekommt einen halben Orgasmus, weil ich dabei bin. Das ist ja wunderbar. Fantastisch, ich kann es nicht abwarten, mit dir das Tanzbein zu schwingen. Auch noch. Okay. Dann, los. Ein traditionelles Festival. Ach, wie geil ist das denn? Viel Spaß beim Festival! Ich schalte mich mal ein bisschen stumm, ne? Ach so! Ich muss mich dann auch selber steuern. Hackt's eigentlich noch? Ich dachte, jetzt kommt ein schönes Festival. Okay, beim Festival bin ich auch noch dabei. Und was passiert mit den leeren Monden? Die werden bestimmt einfach weggeworfen. Das kann sein. Bahn, die darf mein Aura-Gecko nicht anstehen. Ja, erstmal instant die ganze Stadt gebannt. Oh, wie schön, guck mal. Feuerwerk und alles. Herrlich. Ich hasse Festivals. Yeah.